Ratlose Gesichter überall. Oh. Ach du Scheiße. Wie war das noch? Ist wirklich schwer. Ich glaube, ich muss mein Abitur nochmal nachholen. Oha, und das ist offensichtlich sogar ein Fall für die Polizei, denn die schaltet sich plötzlich ein, während unsere Schüler sich die Köpfe über den Matheaufgaben zerbrechen. Können Sie verstehen? Ja klar, aber auch noch, wenn ich Ihnen sage, dass die Aufgaben aus der 5. Klasse sind. Kaum zu glauben oder schon viel zu lange her? Der Mathe-Horror gerne verdrängt. Aber Matheaufgaben aus der Grundschule, das klingt doch einfach. Ob es das auch ist, wer traut sich den 5. Klasse Mathe-Test zu? Waren Sie denn gut in Mathe? Ja, schon. So mittel, also 3, 2. Würden Sie sich Matheaufgaben der 5. Klasse zutrauen? Ja, schon. Ja? Ja, ich glaube, ich würde das noch schaffen. Ob das stimmt, werden wir testen. Unser Mathe-Experte ist Lennart, 10 Jahre alt, aus Berlin. Er liebt Musik und hat die 5. Klasse gerade abgeschlossen. Lennart hat für unseren Test die Matheaufgaben ausgewählt. Mathe finde ich super. Ich hatte in der 5. Klasse in Mathe eine 1 auf dem Zeugnis. Also beste Voraussetzungen. Den Erwachsenen traut Lennart aber nicht viel zu. Ich denke, sie werden sich dämlich anstellen, weil sie es bestimmt schon vergessen haben. Jetzt heißt es Mathearbeit, die erste Aufgabe. 8, los. 12 mal 3. Wer hat das Zeug und wer versagt? Das richtige Ergebnis ist 44. 60. 60. Wie hast du gerechnet? 8 plus 12 sind 20. Punkt mal 3. Und das ist schon falsch. Ja. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Das war schon mal. Die Polizei, unser Freund, wird zum Helfer. Korrekt. 3 mal 12, das ist 36. Dann rechnet man 36 plus 8. Das ist 44. So einfach. Weiter geht's mit Aufgabe 2. 1/2 plus 1/4. Taschenrechner darf ich nie benutzen. Nee, in der 5. Klasse gibt's sowas noch nicht. Ja, nee. 2 und 2 Achtel. Das sind 2 Sechstel. Wie hast du jetzt gerechnet? Einfach plus, plus und dann die beiden plus. Ja. Ist falsch. Okay. Wir müssen leider gehen. 2/6 kann man kürzen, sind 1/3, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Den Nenner, ne? Muss man den Nenner muss man erstmal. Auf den gleichen Nenner bringen, ne? Genau. Also die 4. Den gleichen Nenner? Ja, wie war das noch? Lennart, die Lösung bitte. Jetzt müssen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Das ist 4. Und jetzt müssen wir hier das übernehmen, den Zähler. Und weil wir das hier verdoppelt haben, müssen wir hier den Zähler auch verdoppeln. Und das addieren wir dann. Und dann ist es 3/4. Die letzte Aufgabe, Brüche teilen. Das richtige Ergebnis, 1/1. Weißt du das noch? Nee. Ich habe nicht mal eine Idee. Nee. Ich hätte jetzt einfach die 8, halt den Kehrwert, mal die 1, mal die 3. Und dann würde ich die 8 mal die 1 und hier die 9. Auch falsch, ne? Ganz knapp daneben. Richtig wäre es, den zweiten Bruch zu drehen. Multipliziert und gekürzt lautet das Ergebnis 1/1. Mathe 5. Klasse, schwerer als gedacht. Es ist traurig, wie viel weg ist, sag ich mal, im Laufe der Jahre. 6 Sätzen. Ist eigentlich erschreckend, dass man es nicht kann, ne? So auf Anhieb. Sind Sie jetzt traurig ein bisschen? Wir werden uns jetzt wieder damit beschäftigen mehr. Damit sind die Matheaufgaben in wirklich guten Händen und so lange müssen alle jetzt erstmal zurück in die Schule und nachsitzen.